Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play für Minecraft Java Edition. So, ein Gartenzaun. Schön. Okay, wir sind hier wieder in diesem Galaxis-Versteck, um ein paar Sachen wieder zu holen. Ich merke gerade, wahrscheinlich ist der Physics-Mod schon wieder resettet worden. Sieht wieder danach aus. Also kurz, einfach. Geht ja nicht so. Option Physics Setting hier. Genau. Also einfach wieder kleiner machen. Nicht so lange bitte. Das ist ja viel zu lange. Scale from the grade. Kleiner. So, das reicht. Gut. Also wir holen einfach alle Tische und so. Arbeitstische. Und was können wir? Die Banner. erst wahrscheinlich zum Kämpfen da. Er redet gar nicht mit uns. Okay, das sind beschädigte Amboss. Nö. Jo, was machen wir heute? Wir trainieren noch ein bisschen Pokémon, denke ich mal. Und jo. Kümmern uns vielleicht auch um Bären. Also diese Apikokos, die müssen wir halt wirklich holen. So, oh, so viele Kürbiskuchen, wie genial. Also, einfach noch kurz ein bisschen ja, hier uns umschauen, ob es irgendwelche Tische gibt. So, Sachen wie Fässer mitnehmen. Das reicht mal. Wir könnten Fichtenbänke mitnehmen, aber wir haben jetzt schon viel zu viel. Oh, wir haben Hunger. Krass. Haben wir so wenig gegessen in letzter Zeit? Na gut. Genau, hier haben wir auch nochmal. Können wir alles mitnehmen? Scheinbar schon. Da ist gesteckt. Ja, und da nehmen wir natürlich noch. Ja. Also, dann müssen wir wieder zurück. Wir haben hier Lager, gell? Genau. Sehr gut. Also, wie geht's dem Baum? Der ist ein bisschen zu groß jetzt hier, so viel nah. Haben wir irgendwas zum Stacken hier rein? Ich hätte gerne so einen Aufräummod wieder. Also ich muss einfach mal durchwählen. Okay. Sehr gut. Also, wir haben... Oh. Genau, einen Bambus haben wir hier schon mal platziert. Dann kann der Bambus hier rein. Bären habe ich ja auch gesagt, Pflanze. Ja, habe ich angepflanzt, genau, auch gemacht. Und diese Bären, das ist jetzt das Wichtigste. Ja, da sind ein paar Sachen drin. Und Schwarzpulver. Also, dann lass noch rein, Rüstungsstände. Ja, jetzt sind wir fertig. Ist natürlich mit mehr Items auch ein bisschen schwieriger, oder? Gut, also. Wo platzieren wir diese Bären? Was ist das für eine Bäre? Labrus. Ja. Hier. Ich denke, einen reicht ein Bären. Okay, ein Wingull. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Überlegen, was wir noch brauchen für ein Pokémon. Ich tue mal die Werkzeuge nicht hier an. Ich mache meine Angel nach oben hin. Ja, geht auch wieder nicht. Erde brauchen wir nicht hier. Also Werkzeuge. So. Stöcke können auch hier rein. In die Erde. Gut. Dann machen wir noch eine Kiste für das Weizen. Genau. Da schon wieder ein bisschen gewachsen. Sehr gut. Und vielleicht noch mehr Handpflanzen. Ah, hier haben wir noch rote Wälder. Genau. Sehr schön. Ja, das reicht. Mehr pflanze ich nicht an von hin. Also. Das den Busch möchte ich weg haben. Ah, ja. So, wunderbar. Gut, das hätten wir auch erledigt. Was können wir noch machen?
ein Gehweiher. Die habe ich damals in Rupin echt gelevelt. Die waren so schwach. Was habe ich jetzt hier noch eine Beere? Kann sie ja nicht wegwerfen. Hat da. Ah, der Busch hat sie we weggetrieben. Also das Wasser hat sie weggetrieben. Also ist das wirklich. Jetzt habe ich einen zweiten Baum. Komm mal hinweg. Okay, er droppt auch das gleiche. Ich dachte, diese Beeren hätte ich noch nicht, aber ich habe es ja beim Baum, der schon gewachsen ist, schon. Den habe ich jetzt nicht angeschaut, aber gut. Ist ja auch ein bisschen verwirrend. Also eine Angel habe ich jetzt gerade nicht dabei, aber ich könnte die. Ich glaube, eine Angel jetzt schon mal. Leute, taub sie. Okay, das sieht jetzt nicht gerade realistisch aus. Gut, ja. Den habe ich schon viele. Angeln sind. Hier. Ich versuche mal beide zu zeigen. Ja, dann können wir eigentlich kurz mal angeln probieren. Mal schauen, wie das funktioniert. Und natürlich noch kurz. Oh, sie haben etwas, das ich mir ansehen soll. Hallo, Old Fisherman. Die Angelrute scheint in einem Okay-Zustand zu sein. Okay, gut. Und du? Diese Angel. Oh, sie haben etwas, was mir ansehen soll. In einem Okay-Zustand zu sein. Okay. Sag ich einfach okay. Ah, es wirkt genauso gleich. Mit so drei Punkten oben. Was heißt das? Das ist einfach so die Zeitangabe. Ein Libiskus Level 11. Oh je. Bautz, du schaffst das. Agilität, sehr gut. Oh, macht aber viel Schaden. Was hat ein Liebeskuss? Liebeskuss. Charme. Okay, ein Angriff sinkt stark, okay. Ist jetzt nichts. Ich glaube, da. Wir haben Pflanze, das heißt, es ist physisch, also spezial. Und Sand ist physisch, okay. Nein! Was hat es? Liebeskuss. Nein. Oh, knapp. Anziehen. Balz verliebt sich. Oh, aber es hat trotzdem noch angegeben. Ja, gut. Wir müssen langsam Balz wirklich trainieren. Oh, zwei Level bekommen und Schnabel. Ich weiß, dass Heuler und so ziemlich jo, wichtig sind für Taktiker, aber ich bin kein Taktiker, ich bin Angreifer. Geballte Ladung. Also wenn ich jetzt so aussuchen würde, ob ich eher taktisch spielen würde oder fatal, dann würde ich jetzt momentan eher fatal spielen, also richtig auf Angriff. Und jetzt bitte nicht so ein hohes. Ah, es ist eine Profi-Angel, es ist mir wahrscheinlich zu hoch dann. Ja, ein Perlu. Noch höher, Level 15. Perlu ist dritte Generation. Nein, zwei. Dritte Generation, ja. Okay, diesen Whirlpool ist nicht so stark, aber dafür geht er dann immer wieder. Ich möchte es nicht riskieren. Habe ich ein höheres Pokémon? Oh, das ist. Ich kann. Wieso kann ich jetzt nicht wechseln? Ah, wegen Whirlpool. Okay. Ja, wir werden verlieren so. Also, wir werden Bouts. Okay, also Whirlpool hat aufgehört. Und wir haben gewonnen. Bautz, du bist der Meister. Wir werden noch Pokémon schenken. Jetzt hat er 10 Le 4 Levels bekommen, aber Level 10 und Level 11. Oh, schön. Hey. Das hätte ich jetzt niemals gedacht. Wie schnell die Beeren wachsen. Unglaublich. Aber wach, wie schön. Dass niemand weiß, dass wir Pokémon-Meister werden. Reimt sich zwar nicht, aber gut. Was ist das Küstensalz? Für Seegesang. Seegesang. Okay. Ist das nicht zum Evolutionieren auch? Wahrscheinlich für Alabis oder so. Ich weiß nicht, wie die zwei heißen, aber nicht Alabis. Und zwei andere Meeresschlangen.
Ich bin noch so, ich habe einfach fotografisches Gedächtnis. Ich weiß, dass nach 20 Jahren, nach 21 Jahren immer noch. Bin froh, aber ja, jetzt muss ich natürlich die neuen Sachen auch noch ausfinden. Jetzt muss ich die ganz vielen neuen Pokémon auch noch alle verstehen lernen. Also, ich denke, wir gehen jetzt einfach mal ins Mesa. Und wir schauen uns im Mesa noch ein bisschen besser um. Wir gehen jetzt mal den Fluss runter. Das macht einfach ein bisschen mehr Sinn, oder? Wir im Mesa drinnen müssen wir jetzt noch nicht so sein. Wir könnten ins Pokémon Center, aber das ist mir ein bisschen zu umständlich. Ich könnte wechseln. Genau mit dieser Taste. Level 9. Was ist das? Nackli, das war der Pilz oder der, das Segmentgestein, genau. Wenn, dann möchte ich. Ja, ich möchte ihn ein bisschen leveln können, aber ja, nicht gerade so hoch im Pokémon. Also gehen wir hier. Was ist denn das hier oben? Ist das eine Schmiede? Bisschen aus wie ein Ofen. Ne. Was ist das für ein Gebäude? Haben wir einen Kaktus zu Hause? Ich mal kurz den Kaktus hier. So. Wieder hinpflanzen. Okay, das ist so ein Gigadynamax, glaube ich. Schrein. Der hat jetzt gerade kein. Da ist ein verstecktes Item, oder? Nicht. Da. Was ist das? Das Licht? Doch, es ist eins. KP Plus. Geil, es war einfach an einem anderen Ort. Wo ich nicht, also, habe es nicht direkt dort gesehen, aber. Oh. Das erinnert mich an so eine indische Zeichnung oder so, dieses Pokémon. Gibt es doch irgendwo in Indien, gibt es doch so Gemälde in Felsen. Irgendwie so etwas. Ui, Indien ist so gigantisch groß, da kann man natürlich nicht so viel. Geweihkerl, oder? Ist er abgestorben? Ah, damit es so aussieht, als wäre es. Der Anker ist geil gemacht. Leitstein. Gute Idee. Ich finde, die Entwickler von Pixelmon machen sich mega Mühe. Hallo, Fischer. Vince. Ah, ein Boss selten. Geil. Fishermans. Friend. So, eine normale Angel, gut. Ja, gut nicht, aber Sägesang haben wir direkt gefunden. Herzschuppe. Schöne Sache. Noch mehr Safari-Bälle. Also Papier nehme ich jetzt mal nicht mit. Ein Film auch nicht, ne. Aber die Korallen, die bekommt man ja nie über in Minecraft. Also die muss man immer mit Behutsamkeit abbauen. Eine Triperle. Okay, gut. Das wert. Na komm, nehmen wir den anderen Fisch an. Eine normale Perle nochmal. Okay, dann nehmen wir noch die andere auch. Ewiges Eis. Okay. Ja, lieber Spät, lieber Mod, du müsst mich einfach mega zu. Hä? Dankeschön. Ich sehe jetzt gerade nichts, was ich austauschen würde. Ich nehme einfach den Fisch nicht mit. Den wir sowieso überall finden. Ein Verkaufsautomat mit Tafelwasser, Kokosmilch. Und so. Und dann ist oben auch noch irgend. Ja, genau. Dachte schon, es würde uns ein bisschen versteckt bleiben. Wie haben sie eigentlich das hier platziert? Das ist einfach durch den Generator platziert worden. Das kann man so nicht platzieren.
Eine Schiene ohne Boden. Aha. Nochmal eine Perle. Und Kugelfisch. Ja, ich brauche ein Backpack, aber ich kann ein Backpack nicht gut herstellen, wenn ich nicht so Wallis oder so gehen kann die ganze Zeit. Also, dann nehme ich halt. Ja. Das auch nicht mit. Und Feuerkorallen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas da lassen soll. Ein Ball oder so. Ich denke, Bokebälle sind einfach zu schwach. Ah, die kann ich ausdecken. Sehr gut. Aber so langsam habe ich echt mega Probleme, ständig irgendwie Sachen mitzunehmen. Muss mich einfach ein bisschen mehr. Okay, hier ist ein Barrier Block scheinbar. Interessant. Und irgendwie habe ich etwas gehört, würde ein Pokémon gestorben sein. Vielleicht hat das, ist das hier. Was ist das für ein? Ist das Rainbow? Ich weiß genau, wie das heißt. Rainbow Dawn oder so. Rainbow Lied, glaube ich. Irgendwie so das. Nochmals ein Schiff. Geil, also der Mob macht so viel Lust auf Erkunden. Ist ziemlich geil. Haben wir dort einen Dschungel? Kann das sein? Nein. Okay. Mist. Akazien haben wir auch noch nicht geholt. Gut. Ja, es ist halt wichtig, dass wir auch manchmal so Schnellreisepunkte machen. Wir können das mit dem Wegpunkt-Mod machen, aber das, der nervt mich immer. Lieber so mit Minimap. Okay, eine Yacht scheinbar. Nochmals eine Yacht oder so, ein Segelschiff. Was haben wir denn hier? Ah, eine Verkäuferin. Hallo und willkommen im Pokémarkt. Wir haben ein aufregendes Angebot an Luxusgütern. Oh, cool. Ja, Briefe. Ach, nö. Briefe, ich weiß nicht. In einem Multiplayer, also auf dem Server, ja, gerne. Okay. Oh, eine Riesenperle sogar. Tut mir leid, dass ich dich störe. Was hat eigentlich diese... Was soll das sein? Eine Doppel... Rüstungspuppe. Okay. Ja, also wir brauchen Akazienbäume, haben aber keinen Platz. Deshalb haben wir einfach kurz einen Wegpunkt hier. Und eine Wüste jetzt. Okay. In einer Wüste könnte ich eigentlich mit einem anderen Pokémon-Typ gut leveln. Nur, ja. Mit einem Erd-Pokémon werde ich wahrscheinlich nicht so viel Schaden machen. Also tun wir die Sachen doch aus. Leeren. So ein Kaktus kann ich irgendwo platzieren. Gut. Und ja, machen wir mal den Fisch auch hier rein. Ich könnte wirklich die Materialien, die eigentlich im Hauptspiel ja vom Monster sind und so, auch mal hier rein. Dass wir ein bisschen Übersicht haben. Und für eine Triebperle und so. Hier. Sehr gut. Und dann machen wir doch die für allgemein Tische, Sachen auch da drüben. Gut. Einfach ein bisschen mehr aufräumen. Immer schön ein bisschen aufräumen. So, mit der Angel möchte ich jetzt noch nicht hantieren. Also eine Angel ist eigentlich eher für Carpador und so. Ich könnte zwar trainieren gegen Carpador, stimmt. Sicher. Also wir werden jetzt kurz einfach ein bisschen angeln. Tut mir leid, einfach damit wir auch leveln können. Aber nicht so zahlreich, dass es euch irgendwie nerven würde oder so. Bisschen Geduld wäre nett, natürlich. Müssen wir einfach. Also. Einfach mal probieren. Oh, da ist irgendwie so ein
Ist das nicht ein Legendary? Picuda. Wieso habe ich jetzt Bautz wieder ausgewählt? Ja, Bart weg nach dem ersten schon. Gut. Sturm. Alles nehmen. Ich möchte dieses Pokémon anschauen. Was ist das für ein Pokémon? Sieht für mich aus wie fast ein Legendary. Level 50. Ja, ich kann da nichts mit dem anfangen. Und was ist hier für ein Gattimax? Was ist das? Eine Qualle. Ah, eine Boxqualle. Ich weiß den Namen nicht, aber ist mega geil vom Entwickler. Gute Idee. Eine Boxqualle zu machen. Ah ja, ich habe ja Wald ausgerüstet. Oder eigentlich das Segmentgestein. Ich greife aber mit Bautz an. Ich habe doch aus... Ah, wegen der Angel. Da wird das erste Pokémon ausgewählt. Okay, das ist ein bisschen zu schwer für Segmentgestein. Also Goldini könnte irgendwie Blubstrahl oder so können. Wasserring, okay. So. Goldini wäre ein cooles Pokémon. Ich möchte aber... Ja, das haben wir noch nicht trainieren. Bin mir noch ein bisschen zu unsicher, ob ich wirklich stark mit dem bin. Mit dem Gold Kingdom. Cooler Loot aber. Also jetzt machen wir noch ein Pokémon. Und wenn es ein gutes ist, also wo auch das Segmentgestein Nutsli. Oh, ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geschaut. Komm schon! Jetzt. Felino und... Ist das Gala-Form? Kann das sein? Das wird uns vielleicht... Ja, es ist Erde und Erde ist auch sehr effektiv. Aber ob es Wasser ist, weiß ich nicht. Ja, toll. Dann Schnabel, weil das Flug ist. Nein, ich habe Giftstachel. Nochmal Schnabel. Okay, ich weiß jetzt nicht, wieso Giftstachel irgendwie nicht schauen oder so. Oder es macht nur beim Tausch schauen. Aber Giftstacheln kenne ich nicht. Das muss eine neue Attacke sein. Und nach der, also in der vierten Gen oder mehr. Sehr gut. Okay, Schattenstoß. Ist das... Ja, das ist Geist. Sieht zwar eher aus wie eine Sprechblase. Aber gut. Also erstaunen kann ich eigentlich. Es ist nicht viel Stärke, aber... Erstschlaggarantie ist besser. Ja. Grobe Erde und Schleimball. Schleimball ist wichtig. Oh, cool, wie jetzt schon Schatten... Also, ja... Nacht-Pokémon hier sind. Eneko. Oh. Also ich würde gerne, ja, weil ich ja auch ein bisschen Rollenspiel machen möchte und so, einfach mal manche Settings so ein bisschen machen. Ich bin jetzt zwar auch mit meinem Coins-Projekt sehr viel am Bauen, aber falls ich dann mal Lust habe, eine Stadt oder so zu bauen, können wir dann einfach ein bisschen spielen. Also würden wir ein Trainer von dort sein. Dass das Setting so ein bisschen aushebt. Gut, aber ich mache eben, wie gesagt, nicht so viel Rollenspiel, weil es mir auch sehr ablenkend momentan ist. Aber wir wollen ja Pokémon-Meister werden und deshalb müssen wir auch gut trainieren. Also, es ist schon so, also würden wir das Spiel jetzt erstmal durchspielen, der Stärkste sein wollen und dann später mal andere Pokémon ausprobieren. Also zuerst einmal möchte ich die stärksten Pokémon eigentlich haben und spielen. Also das heißt Legendary wahrscheinlich und so. Und falls ihr eben Lust habt, könnt ihr das Projekt dann immer noch weiter nach anschauen. Müsst ihr es aber nicht, ich bin ja ein Freiwilliger. Also ich bin nicht Werbe-YouTuber oder so. Das sind halt gerne die Leute, wenn sie größer werden. Ich bin einer, der einfach
spielt. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr mir zuschauen. Wenn ihr keine Lust habt, müsst ihr mir nicht zuschauen. Aber genau, das ist eine andere Geschichte von meiner Seite. Wenn es andere anders machen und mehr Erfolg haben, ist mir das so schnuppe. So, bekomme ich ein... Nein, ich bekomme ja die Sachen nicht. Ich werde jetzt hier mal Birkensetzling anpflanzen. Schauen wir mal, wie die aussehen. Und ja, das ist ja unsere Insel für Pixelmon-Blumen und so. Wir machen die Sachen dann rüber aufs Festland, diese Bäume, die es im Original schon gibt, aber mit dem einen Mod, da hier dazu kam. So, was ist denn das hier oben? Schmetterling. Ah, sah so wie ein Lumpen aus. Ah, kennt ihr diese Geister, die einfach nur Kleidungsstücke sind? Genau so sah es aus. Ein Geist, Drago sieht wieder Geister. Er hat Schizophrenie. Nee, habe ich echt nicht. Ich sehe keine Geister. Ich sehe nur Pixelmon. So. Ist das dann eine Realitätsstörung? Ich habe eine Fantasy-Störung. Ich habe eine Pixelmon-Sucht. Hallo, Krabby. Der Krabby-Krab. Und der Kingler. So diese Hip-Hopper. Ich bin Kingler. Gibt es die in Pixelmon? Gibt es irgendwelche Hip-Hopper? Oh, aber das ist ein Geist-Pokémon gewesen. Ja. Crabbox. Ah, das ist dieses... das ist dieser Krebs da gewesen, der dunkel war. Ja. Der Schatten, Dynamox-Form. Das ist diese Krabbe gewesen. So, dann nehmen wir die noch hier. Ja, haben wir schon ein paar, aber noch ein paar mehr hier. So. Okay, da oben haben wir, glaube ich, noch eine. Krabi, nicht nerven. Nö, haben wir angesammelt. Gut. So. Und hier haben wir wieder. Die schwimmen einfach durch den Physikmod wahrscheinlich davon. So. Grobe Erde können wir auch hier rein tun. Fisch haben wir. Küstensalz ist Pixelmon. Angel ist Pixelmon. So. Ein Apfel ist dann hier. Und hier auch. Also dann kann ich das. Ah, was habe ich hier? Okay, dann können wir noch ein bisschen ernten. Wir brauchen ja ständig Brot, deswegen wir hier schon häufiger ernten. Oder auch größer machen. Also ich würde empfehlen, einfach vieles auch unterirdisch anzupflanzen. So, dann reicht das mal. Vielleicht können wir irgendwas verkaufen, aber ich glaube, die Dorfbewohner werden gar nie erscheinen. So. Also wir haben ja diesen einen Mod, More Villages. Und deshalb müssen wir irgendwo ein Dorf halt wirklich dann beginnen. Und Dorfbewohner ercheaten kurz. Kanivani. Cool. Aber das ist das einzige Mal, was ich cheaten müsste. Ich will ja nie cheaten. Aber wenn ich irgendwas muss, dringendst, weil irgendwas nicht erscheint, dann muss ich. So, dann haben wir noch die Fichtenzapfen. Ich sehe die leider nicht so gut, wo die anderen sind. Okay, das heißt. Eine Blume kann ich auch da unten. So haben wir hier. Hier haben wir Blumen.
Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also sie heißen halt immer anders. Diese Setzlinge, die neuen. Ah, da haben wir noch eine neue Beere. Gut. Also hier die Blumen, genau. Fichtensapfen auch. Wo sind denn die Birkensetzlinge, die neuen? Ich habe doch gesammelt. Auch so die Übersicht nicht mehr. Ah, hier. Kätzchen heißen sie. Cool. Oh. Tapsi hat die Fässer. So, also nochmals hinstellen. Hinklatschen. Gut, also dann. Als nächstes. Oh, schon gewachsen. Ja, dann mache ich mal eine Pause. Es ist schon ein bisschen später. Wie cool sieht denn das einfach aus? Ich finde diesen Mod mega geil. Dynamic Trees, genau, stimmt. Also nächstes Mal werden wir hier ein bisschen Platz machen für diese Bäume. Und ja, kämpfen kurz noch gegen einen Raupi. Nur kurz. Steinwurf direkt. Mit einem Sieg gegen einen Raupi haben wir ja den Part abgeschlossen. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.